Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind nun bei der Odyssey zurück. Ich gehe davon aus, dass unsere nächste Mission eine maritime Mission sein wird. So geht es hier um die Verteidigung von Samos. Das ist so vernichtet, die persischen Verstärkung. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Alle an Bord! Wir erwarten Befehle, Kapitän! Versuchen wir mal als erstes gleich das Schiff zu rammen. So, das Problem ist, es sind vier Stück und ich bin alleine. Sie nehmen Fahrt auf, um uns voll zu treffen. Volle Geschwindigkeit. Segel einholen! Auf geht's! Vorsicht! Die Ballons flackern! Der Reiter! Das Schiff ist befestigt, Kapitän!
können es herauswischen. Es besteht kein Grund mehr zur Sorge. Mal sehen, wir haben ein Schiff, das ist schon mal nicht mehr viel. Nein, eigentlich nicht. Wir knüpfen uns gleich das nächste vor. Es gibt noch zwei Stück. Segel runter! Eine Position bleibt unbeteiligt! Los!
versuchen wir uns mal diese hier zu schnappen. Ruderer auf Position! Schneller! Auf Position! Nummer 3 gewesen. Mach die Ruder bereit! Segel setzen! Die Ruder lang! Na los! So schnell es geht! So spreche ich mit Herodotos. Samos ist sicher. Was ist mit Nestor? Nach seinem Fehlschlag wird er keine zweite Chance erhalten. Außerdem kann er jetzt unmöglich auf Samos bleiben. Wegen Theodoros. Es war meine Schuld, dass du ihn gezüchtet hast. Aber nur, weil ich kein Vertrauen in mein eigenes Urteilsvermögen hatte. Aber du hast mir vertraut. Weil du vertrauenswürdig bist. Am Ende aber habe ich ihn bezichtigt, nicht du. Danke für alles, Alexios. Ohne dich hätte ich das nicht durchstehen können. Okay, so, das war alles für Verteidigung von Samos.